Hallo, heute möchte ich dir einen Überblick geben, welche Funktionen die UiMap hat. Ich kann die UiMap in einem beliebigen Browser, zum Beispiel mit Google Chrome, unter www.uimap.org aufrufen. Die UiMap ist eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Mit der UiMap kannst du weltweit rollstuhlgerechte Orte finden und auch selbst mit ein paar Klicks eintragen. Los geht's! Auf der Karte sieht man grüne, gelbe und rote Marker. Sie haben verschiedene Symbole, die zum Beispiel Cafés, Haltestellen, Parkplätze und viele weitere öffentlich zugänglichen Orte in der Umgebung darstellen. Dabei bedeutet grün vollrollstuhlgerecht, gelb teilweise rollstuhlgerecht, rot nicht rollstuhlgerecht und grau bedeutet, dass noch keine Informationen zur Rollstuhlgerechtigkeit vorliegen. Mit Klick auf das Plus zoome ich näher in die Karte herein und kann mir mehr Orte anzeigen lassen. Mit Klick auf Minus zoome ich wieder ein Stück heraus, um einen besseren Überblick zu kriegen. Mit Klick auf das Kreissymbol kann ich mir meinen Standort anzeigen lassen. Und dann springt die Karte an die Stelle, wo ich gerade bin. Ich kann die Karte mit Zoom-Funktion und der Maus händisch bis in die wünschte Gegend schieben. Oder, weil das in größeren Städten etwas mühselig ist, kann ich die Suchfunktion nutzen. Dafür tippe ich zum Beispiel den Namen des Stadtteils in das Suchfeld ein und klicke auf den Eintrag in der Ergebnisliste. Ich suche jetzt mal in meiner Lieblingsgegend im Berliner Stadtteil Kreuzberg nach einem Café, das zumindest teilweise rollstuhlgerecht ist. Dafür nutze ich auch die Filterfunktion für die Farben und grenze die Anzeige auf der Karte mit Hilfe der Kategorienauswahl weiter ein. Wenn ich dann ein geeignetes Café gefunden habe, klicke ich auf den Marker. Abgesehen von dem Zugänglichkeitsstatus des Ortes sehe ich auch, dass es hier ein rollstuhlgerechtes WC gibt. Mit Klick auf die Details erhalte ich weitere Angaben zu dem Ort. Die genaue Adresse, die Website und einen Kommentar zur Zugänglichkeit. In diesem Fall erfahre ich sogar, dass das Café eine mobile Rampe hat. Und hier gibt es sogar ein Foto vom Eingang, in dem die Rampe noch einmal zu sehen ist. All diese Informationen kann ich auch selbst zur Karte beitragen. Fällt mir in der Gegend ein Ort auf, der noch grau ist, also ohne Angaben zur Rollstuhlgerechtigkeit, kann ich diesen vor Ort überprüfen und die Zugänglichkeit selbst eintragen und speichern. Das gleiche gilt für den Toilettenstatus. Für beide Eintragungen muss ich nicht eingeloggt sein. Möchte ich aber die Details eines Ortes bearbeiten, muss ich mich mit meinem Account einloggen, den ich zuvor bei der OpenStreetMap registriert habe. Jetzt kann ich die Angaben in den Formularfeldern verändern oder ergänzen und ein Foto vom Eingang hinzufügen. Die UiMap kann in allen Teilen der Welt genutzt werden. Und es gibt sie in 25 Sprachen. Wenn Deutsch nicht meine Muttersprache ist, kann ich sie zum Beispiel in Englisch, Polnisch oder Türkisch anzeigen lassen. Mit Klick auf FAQs im oberen Menü
findest du viele Erklärungen zu den gezeigten Funktionen der WeMap noch einmal zum Nachlesen. Wir freuen uns, wenn du mitmachst und zusammen mit tausenden von weiteren Nutzerinnen und Nutzern auf der Welt mit deinen Eintragungen die WeMap weiter vervollständigst.